this file und dann gibt er den Objekt zurück. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau falsch. Also das war es halt in der Demo, kein UI-Objekt, sondern tatsächlich ein komplett UI-Unobjekt. Das ist mein User irgendwas Logisches. Und der sich dementsprechend bauen lassen kann. Zwei Fragen. Ja. Kannst du das so irgendwo online stellen? Weil das mit den Extremen, das würde mich interessieren. Mach ich noch nicht. Und zweiter, wo hast du das gelernt? Ja, ich war irgendwann immer der UI-Guy in den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Und irgendwann sind ich auf .NET umgestiegen und dann ist es von selbst passiert. Die hieß auch. Also die erste Firma, wo ich das gemacht habe, hieß Medibear, jetzt mache ich es bei Crosswork. Also jetzt keine.